Ja, Soltan, ich will aber jetzt erstmal die Maske für den Maskenball kaufen, weil das erscheint mir doch wichtiger. Hey, Hübsche. Ständig wird man Was von bist du irgendwelchen tun, Dingen wenn ich schon wieder aufgehalten. tot Nö, ist ja auch in Ordnung, aber dem Soltan seine Spielkarten müssen wir, glaube ich, später besorgen. Wir brauchen erstmal Maskenball. Gehen wir zum guten Elihal, den kennen wir ja noch. Elihal 9000. Ach, da bist du ja. Guten Tag, guten Hallo, Tag. willst du vielleicht meine Frühjahrskollektion sehen? Ja, zeig doch mal. Na sicher. Ich würde gerne Ich mal einen Blick auf dein kollektiviere sehr Angebot werfen. gerne. Natürlich, bitte. Sollte etwas kneifen oder scheuern, ändere ich es sofort und ohne Aufpreis. Wenn ich damit fertig bin, fühlt es sich an, als trügest du gar nichts. Ich möchte aber gerne Klamotten, die sich so anfühlen, als würde ich etwas tragen. So, wir brauchen natürlich eine Fuchsmaske von Triss, aber eigentlich ja für Triss, oder? So. Und dann haben wir noch eine Maske für uns. Wir haben eine Wolfsmaske, eine Harlekinmaske oder eine Vogelmaske. Geralt, der weiße Wolf, Hexer der Wolfsschule. Ich glaube, es ist völlig klar, dass wir die Vogelmaske nehmen müssen. Kack-Wolfsmaske. Ich will diese groteske Vogelmaske haben. Ist doch wohl klar. Und dazu brauchen wir. Müssen wir uns echt so ein Wams anziehen? Ist das echt nötig? Elegantes Höflingswams? Tunika von Skellige. Elegantes Hemd von Skellige oder nur ein Hemd? Ich glaube, ich nehme mal so ein Höflingswams, oder? Wie sieht denn da immer das? Das? Ich weiß das nicht. Ich glaube, ich nehme das. Und dazu die Schuhe. Und die Nilfgaardische Hose. Wir ziehen uns mal Nilfgaardisch an, weil ich habe ja schon Nilfgaardische Klamotten. Jetzt habe ich zweimal Nilfgaardische Klamotten. Ja, gut, kann man nie genug von haben. Dafür kriegt der Elihal noch ein paar Streitkolben. Und so ein Schwert und noch so ein anderes Schwert. Das kann er sich sogar leisten. So. Auf Wiedersehen sehen. Bis dann. Ich schätze mal, den Kram muss ich mir mal anziehen. Wer ist denn das, was ich gerade gekauft habe? Das hier habe ich gerade gekauft, ne? Ach du Kacke. Naja. Und die Handschuhe, die ziehe ich mal aus. So, guck mal, so kann man doch. Das ist doch. So kann man doch. Ja, muss man wohl zur Party gehen. Ja gut, das ist halt die Mode, die hier vorherrscht. Mein Ding wäre es nicht, ehrlich gesagt. Ich würde dann lieber in einer blutigen Kampfrüstung rausgehen. Aber ich schätze, wir sind ja undercover da. Wir wollen ja nicht auffallen, oder? Optional, zieh deine neuen Sachen an. Wams, Hose und Stiefel, bevor du zu Triss gehst. Habe ich doch gemacht. Das habe ich doch gemacht. Guck mal, wie ich sie trage. Wamshose und Stiefel. Oder meint er jetzt den anderen Wams, die andere Hose und die anderen Stiefel? Nein, ich lasse das an. Das gefällt mir ganz gut. Und dann bringen wir Triss die Deinesgleichen Fuchsmaske, die sollte aus in Novigrad reinsten nichts zu Füchsen melden haben. besteht. Und dann wollen wir doch mal sehen, ob wir da nicht das hinkriegen, Und diesen Sohn der oh, Familie ich bin Wegelbuth genau. irgendwie außer Landes zu schaffen, damit er nicht auf dem Scheiterhaufen landet. Denn, seien wir mal ehrlich, das hat eigentlich keiner Hör verdient. auf, uns anständigen Leuten Angst zu machen. Oh, guck mal, ein Mann von Hurensohn. Schlechte Mann Idee. von Welt kennt man ja, aber Mann von Hurensohn, das ist doch was ganz anderes. Oh. Oh, da ist er auch ganz schön weggeflogen. Ja. Wenn ich ein Vöglein wäre und auch zwei Flügel hätte, dann flöge ich weg, wenn man mir den Kopf abschlüge. So. Guten Ach, das Tag. ist bequem gemacht. Meine ganzen Fußböden sind voller Schlamm. Vielleicht zieht sie endlich mal zu ihm. Meine ganzen Fußböden sind voller Schlangen. Das sage ich auch jeden zweiten Tag. Aber nie hört mir jemand zu. Nicht mal die Schlangen. Geh mal da hoch. Triss?
Chris. Ach, da bist du ja. Ach, sie hat sich ein neues Kleid angezogen. Ja, sie muss ihn natürlich auch einfügen. Sieht sehr elegant aus, muss ich sagen. Donnerwetter, du hast mein Anliegen ja wirklich beherzigt. War das denn nicht ernst gemeint? Ich habe noch Zeit, mich umzuziehen. Wag es ja nicht. Du siehst toll aus. Oh, danke. Hast du alles gekriegt? Absolut. Hast du noch was erfahren? Hast du noch etwas über Albert erfahren? Nun, kaum ein Magier hat bisher von ihm gehört. Er ist wohl Amateur. Ja. Warum dann das Interesse? Erst die Tempelwache, dann die Jäger? Er ist leichte Beute. Und genau deswegen sollten wir ihm helfen. Ja, wir sollten ihm generell helfen, würde ich mal sagen. Alles ist fertig. Wir können gehen. Wie schade, dass solche Anlässe so selten sind. Ohne sie würde ich dich nie in Schale sehen. Das verdammte Wams scheuert in den Achseln. Ich glaube, da wurden Drähte eingenäht. Ganz sicher sogar. Ich werde dein heldenhaftes Leiden pausenlos bewundern. Ja, das will ich wohl hoffen. Also dann, gehen wir? Ja. Auf geht's zur Party. Natürlich machen wir da nicht Party, sondern ganz ruhig. Wir sind ja undercover und sollen ja eigentlich nur jemandem helfen. Obwohl, so ein bisschen einen drauf machen, bisschen besaufen, bisschen auf die Tische kotzen. Kann man mal machen. Ist ja wieder Oktoberfest auch, ne? Bisschen auf die Tische kotzen. Ich war einmal auf dem Oktoberfest, hat am Nebentisch tatsächlich jemand quer über den Tisch gereiert. Und die Art, wie sie das Guten sauber Tag, gemacht Herr, haben, war noch besser. Herrin, die Bedienung kam und einfach... wie geil sieht denn seine Maske bitte. Aus? Was ich sagen wollte, die Bedienung hat einfach einen Eimer Putzwasser über den Tisch gegossen, sodass die Kotze runtergewaschen wurde und dann war der Tisch sauber. Hof des Anwesens. Sucht nach so, einer Papageien-Maske. Das war meine Oktoberfest-Story. Lasst bitte eure Schwerter hier. Meine Schwerter kriegst du nur über meine Leiche. Da liegt wohl ein Irrtum vor. Das muss wohl ein Irrtum sein. Du weißt, warum wir hier sind, oder? Natürlich. Aber ich habe den Auftrag, dafür zu sorgen, dass die Gäste das Anwesen unbewaffnet betreten. Verdammt. Ich gebe meine Schwerter wirklich, wirklich nicht gerne her. Wirklich, wirklich nicht. Hier. Ich bin ewig nicht aus der Stadt rausgekommen. Wie geil sieht denn seine Maske aus? Die finde ich so super. Diese Maske ist der Hit. Aber wie konnte er mit dieser dürren Metze? Ausgerechnet mit der dürren Metze. Wein doch nicht. Er ist doch nicht der einzige Mann auf der Welt. Ja. Er ist ein Baronett. Wo finde ich einen anderen Baronett? Da hinten irgendwo, da laufen Leute rum. Vielleicht ist das ein Baronett. Bist du immer noch da? Ja. Fein, fein. Absolut, ja. Hallo Vivian. Nun tu nicht so, als ob du mich nicht kennst. Was ist los? Was ist das für einer? Ist das eine Art, einen alten Kumpel zu behandeln? Ihn einfach zu ignorieren? Da liegt ein Irrtum vor. Wir kennen uns nicht. Sei nicht albern, Vivian. Ich würde deine Mähne überall erkennen. Es gibt mehr als eine Frau mit rotem Haar. Bevor Baron Edward, wie auch immer, dich aus der Gosse gezogen hat, warst du eine gewöhnliche... Schluss jetzt. Die Dame sagt, sie kennt dich nicht. Ich hau dir gleich meinen Schnabel ins Genick. Dein Neuer? Älter als der vorige scheint mir. Ein hinfälliger, bemooster Sack. Je weniger Alter. Sie können, desto mehr lassen sie wohl springen. Ich glaube, ich muss mal dein Gesicht mit meinen Fäusten massieren. Du wolltest es nicht anders. Ich glaube, das ist echt dringend angebracht, mein Freund. Ja? Komm doch her. Ja, weich doch aus. Sag du sollst herkommen, nicht ausweichen. Au, der hat mich erwischt. Alter. Versuch das nochmal. So, voll auf der Omme. Wir sollten doch keine Aufmerksamkeit erregen. Was? Ist doch nichts passiert. Ich habe ihm doch nur das Fressbrett kaputtgeschlagen. Das macht man so. Der war unhöflich. Der war super unhöflich. Jetzt torkelt er von dannen. Der Schnabelmann hat gesprochen mit seinen Fäusten. Nun? Ja, nun... Wollen wir uns hier ein bisschen umgucken? Wir sollen Ingrid Wegelbuth treffen. Ich hab Bock, mich hier ein bisschen umzugucken. Was haben wir denn hier? Kuhmilch, Ziegenmilch, exquisiter Honig. Hier gibt's ja vom Feinsten wird er hier aufgetischt. Und Est gibt's auch. Was auch immer das sein mag. Ich habe Angst davor.
guten Tag, ich bediene mich nur am kalten Buffet. Boah. Oh, guck mal, was hier alles hängt. Die Würste, ein Käseleib, feinstes Brot, Gedöns und eimerweise Zeug. Alles ist hier zu haben. Das ist ja wie bei deiner Mutter. Was hast du gerade gesagt? Nicht so dreist. Ich bin dreist, wann immer ich das für richtig halte. Guten Tag, sind Sie gerade dreist? Treib dich hier nicht rum. Okay. Steht hier da? Hinten steht einer mit einer Fackel rum. Du willst doch hier den Heuschober anzünden, das sehe ich dir doch an. Zieh ab. Okay. Triss, was machst du da? Oh, Entschuldigung. Die ganzen Reichen steht da hier, denen reicht das wohl nicht, wa? Wie konnte er? Ich musste einen Kuss stellen, meine Dame. Du wirst sehen. Nimm einfach die Maske ab und bleib still. Du bist betrunken. Ich sag's deiner Frau. Tu das. Doch zuerst ein Kuss. Das war ein bisschen creepy, guter Mann. Ein bisschen creepy. Ja, mach Grunzgeräusche. Ich finde, sie kriegen das, was sie verdient haben. Ich mochte Zauberin noch nie. Triss? Ach, da kommt sie wieder. Ja, ich würde sagen, wir gehen dann mal weiter. Da geht's. Ist das ein Labyrinth? Da oben ist ein Ausrufezeichen. Was für ein Ausruf. Intoleranz und Aberglaube war schwer, hier aber zu finden, weißt du. Ich bin ein Kraken. Ich bin übrigens ein Vogel. Sieh meinen Schnabel. Mein Mann ist Aufseher von Beruf. Dein Ruf, der sorgt sicher für viel Aufsehen. Moritz, was machst du denn hier? Die kleine Marigold, na sowas. Und ich dachte, das hier wäre eine Veranstaltung mit Klasse. Braucht er auch ja, Prügel? Du hast mir auch gefehlt. Aber können wir das jetzt lassen? Kommst du aus Novigrad raus? Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst. Ja, ich lass sie mal reden. Mich euch anschließen? Der scheint ja auch so ein Magier oder so zu sein. Deine Freunde. Sobald alle versammelt so sind, führe ich euch. Du führst? Vergib mir, Marigold, aber da kann ich mich ja gleich von einer lahmen Ente führen. Ich kann dich auch verprügeln. Was war denn das für einer? Hat er überhaupt nicht. Er hat mir nicht gefallen. Warum wolltest du unbedingt mit ihm reden? Er ist ein alter Freund, Moritz Diefenthal. Ich erzähl dir die Geschichte. Ah, Moritz Diefenthal. Selbstverständlich. Wer kennt ihn nicht, den guten Moritz Diefenthal? Oh, sehen wir uns um. Oh, gut, machen wir das. Radovid steht für Wahnsinn. Ja, was ist damit? Herzog Marmontre, weißt du noch? Der seine Töchter im Keller gefangen hat. Was? Der hatte auch solche Augen. Ah, das klingt so. Was ist mit dem Ausrufezeichen da? Da muss ich mal hin. Macht ihr da? Oh, die zocken gewinnt. Da bin ich ja richtig schlecht drin. Da muss ich ja unbedingt dran teilnehmen. Ein weiterer Herausforderer. Herr Devanon hat seinen Platz am Tisch gerade erst freigegeben. Unwahrscheinlich, dass er zurückkehrt. Warum ist er tot? Was ist denn passiert? Ein paar gute Männer haben ihn beiseite genommen, damit er sich nicht wehtut. Also spielen wir? Zunächst sollst du gegen Markgraf Wladimir Dekret antreten. Der kann sich das Verlieren leisten. Also dürfte er alles oder nichts spielen. Weißt du was? Mir ist nicht danach. Gewinnt ist nicht so ganz mein Ding in diesem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gewinnte eher nicht so sehr. Gregor, hast du Derkov gesehen? Vor ein paar Augenblicken? Oh, Verzeihung. Ich dachte, du wärst mein Freund. Der trägt auch so eine Maske. Ich bin der Einzige, der hier ein Vogel ist. Übrigens. General Voorhees? Gerald von Riva. Dann lag ich doch nicht ganz falsch. Wie immer ein Vergnügen. Das ist tatsächlich eine schöne und geheimnisvolle Dame. Sparen wir uns die Formalitäten für später, wenn alle die Masken abnehmen. Das macht doch mehr Spaß, meint ihr nicht? Nein, natürlich, aber wenn du meinst. Und jetzt müsst ihr mich entschuldigen. Ich muss rasch Derkov suchen. Euch einen schönen Abend. Unbedingt, such doch mal Derkov. Trifft man sogar den General Voorhees hier? Das finde ich ja interessant. Natürlich, der gehört auch so ein bisschen zur High Society in Novigrad. Also lungert er auch hier auf dem Maskenball rum. Das ist ja auch... oh, guck mal.
Ein Feuerschlucker, der Feuer spuckt, anstatt es zu schlucken. Oh, hier tanzen ja auch halbnackte Frauen rum. Wo kommen die denn hier? Waren die schon die ganze Zeit da? Hier ist die Rockband am Feiern. Ich dachte erst, es wäre Blut, aber das sind Blütenblätter anscheinend, die da am Boden liegen. Blut wäre interessanter. Ah, Ingrid Wegelgut, mit der wollte ich ja reden. Alter, diese Vogelmaske. Die ist voll hilariös. Ja, ich bin es. Die Forellenkundin. Oh ja, natürlich. Entschuldige die Vorsicht, aber können wir irgendwo allein sprechen? Nein. Doch, ja, natürlich. Vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft. Mein Hausdiener hat schon angekündigt, dass du einen Freund mitbringst. Ich möchte, dass so wenige wie möglich von Alberts Flucht erfahren, aber wenn du diesem Mann traust, wie keinem sonst. Siehste? Ja, lieber mal auf Nummer Vorsicht gehen. Gab es in letzter Zeit Zeichen von den Jägern? Nicht seit sie meinen Diener auf dem Markt angegriffen haben. Aber ich habe einen von der Tempelwache bestochen. Er sagte, dass bei der Wache immer häufiger von Albert die Rede sei. Wie hat die Tempelwache denn überhaupt von seinen Interessen erfahren? Ich kann leider nicht ausschließen, dass Albert selbst die Quelle war. Vielleicht hat er mit einem Experiment geprahlt. Er ist zu sorglos. Wie sein Vater. Der war auch gutherzig. Aber ein Trottel. Eine Krabbspinne hat ihn verschlungen, falls er davon gehört hat. Nein. Davon hatte ich nicht gehört. Nicht doch. Er wollte sie züchten. Was? Vielleicht sollte ich froh sein, dass Albert sich Alchemie ausgesucht hat. Bis vor kurzem war das noch vergleichsweise sicher. Also schön, diese Krabbspinnen sind so groß wie Lastwagen und fressen und töten alles, was ihnen in den Weg stellt. Warum wollte er denn die züchten? Der war echt so ein bisschen, sagen wir mal, hohl. Holen wir Albert. Wo ist wo der? Wir gerade bei hohl sind. Holen wir Albert. Auf meinen Empfängen ist er stets überaus präsent. Ich wollte keinen Verdacht erregen. Oh, bloß wann nicht. Verdacht ist schlimm. Wenn die Gäste so viel getrunken haben, dass sie nur noch die Tabletts mit den Kelchen wahrnehmen. Keine Bange, das geht schnell. Alles klar, ich bin so lange ein Vogel mit einem langen Schnabel. Ist dein Sohn denn startklar? Wir müssen rasch handeln. Ja, ich habe mich um alles gekümmert. Wohin bringt ihr ihn nach denn? Nach da hinten. Es ist besser, wenn du keine Details weißt. Er wird sicher sein. Er wird also in einen Schredder geworfen. Aber bitte vertrau mir. Ich mach das nicht zum ersten Mal. Ich weiß. Danke. Woran erkennen wir ihn? Er trägt eine Panthermaske. Er weiß, dass ihr kommt. Ironischerweise scheint er recht aufgeregt. Ich fürchte, ihm ist nicht klar, in welcher Gefahr er schwebt. Ich sagte ja, besonders helle ist er nicht. Keine Sorge deswegen. Damit passt er zu diversen Magiern. Gerald. Was denn? Wir gehen ihn suchen. Ich warte auf eure Nachricht. Finde Albert Wegelmuth. Er trägt eine Panthermaske. Lass uns Albert suchen. Lass uns Wildschweine jagen gehen. Nö, wir gucken uns mal um. Wo geht das denn hier hin? Oh, guck mal, ein Tor. Oh, guck mal, das ist abgeschlossen. Wir müssen doch hier unten lang. Das ist nun offensichtlich. Das habe ich mittlerweile auch begriffen, ja. Sind wir schon in diesem Labyrinth oder was? Nö, ach so, hier sind wir vorhin rumgekommen. Okay, wer trägt denn hier eine Panthermaske? Das sieht aus wie ein Papagei. Das ist ein Schnabel. Obwohl meiner ist schöner, der ist farbenfroher. Panthermaske, Panthermaske. Das ist ja so eine Art Löwe. Das ist auch kein Panther. Wer trägt denn hier eine Panthermaske? Niemand! Keine Panthermaske, oder? Ich weiß einfach nicht, wie ein Panther aussieht. Das ist auch durchaus möglich. Oder der ist hier einfach nicht. Ich muss da vorne mal gucken. Ich werde ihn rauswerfen. Schon mein Mann ist Aufseher von Beruf. Ich habe ihm Intoleranz und Aberglaube. Oh, ja. Auch kein Panther. Genau in die Eier. Wacker, wacker, mein Bester. Ich bin ja nicht irgendein Panther, alter Geist. Ich bin ein ja, Schätzchen. Albert Wegelgut? Für dich, Süße, auch Adolf Valentin. Also nein.
Der war es schon mal nicht. Danke.